So ist doch scheißegal, wo meine Eltern herkommen. So. Warum muss ich mich denn hier integrieren? Ich muss mich nicht integrieren. In Deutschland sind wir Türken, in der Türkei sind wir Deutsche. So ist es. Es gibt da eine Standardfrage und ich glaube, jeder, der wie ich ist, kann es auch nachvollziehen. Was ist besser, Türkei oder Deutschland? Jedes Mal ist dann so, die Antwort ist immer, naja, manchmal ist es hier schöner, manchmal ist es hier schöner. Man kann keine genaue Antwort geben. Also da, da es auch die Heimat ist und hier auch eine Heimat, also wir haben zwei Heimaten, könnte man sagen. Eigentlich wird mein Vater schon sehr respektiert, auch von Deutschen. Also wir haben auch sehr viel zu tun mit denen. Was heißt mit denen? Also wir sind ja alles ein Volk. Und ich weiß nicht, also bei uns klappt es eigentlich. Wir haben keine Beschwerden, nichts. Also in der Türkei ist es auch sehr oft so, dass wir als Deutsche beschrieben werden. Wir sagen nichts dazu, wir sagen, okay, dann sind wir nun mal Deutsche. In Deutschland sind wir Türken, in der Türkei sind wir Deutsche. So ist es. Ich bin ja hier aufgewachsen. Die meiste Zeit habe ich hier verbracht. Ich kann sogar besser Deutsch als Türkisch sprechen. Ich würde sagen, dass es ist meine Heimat, also ja, kann man mehr nicht sagen. Ich denke nicht, dass jeder die gleichen Bedingungen hat. Zum Beispiel war es bei mir in der Grundschule so, es gab viele Eltern, die kein Deutsch konnten. Die konnten sich dann nicht mit den Lehrern gut auseinandersetzen. Und es ist auch so, dass du halt nicht so gleich bewertet wirst, wie zum Beispiel eine Person mit einem deutschen Namen. Also dieses Wort Integration finde ich auch schon sehr ärgerlich, weil ich denke, dass das schon gegen sich spricht. Wie hießen zuerst Ausländer, Migrationshintergründige, Deutsche mit türkischen Wurzeln? Es gibt halt immer verschiedene Begrifflichkeiten. Also wenn ich sowas höre, dann ärgert mich das schon, weil ich mir denke, es ist doch selbstverständlich. Warum muss ich mich denn hier integrieren? Ich muss mich nicht integrieren. Also ich würde mich nicht als Deutsche bezeichnen. Ich würde sagen, dass ich Berlinerin bin und ich bin auch sehr froh, Berlinerin zu sein. Und ich bin Türkin, Berlinerin, aber ich fühle mich jetzt nicht so deutsch, dass ich sagen könnte, ich bin Deutsche. Das kann ich da nicht so ganz annehmen. Allein wenn jemand schon meinen Namen nicht aussprechen kann, dann fühle ich mich ja dem nicht so zugehörig. Und es gibt bis heute sehr wenige Personen, deutsche Personen, die meinen Namen aussprechen können, obwohl der gar nicht mal so schwer ist. Also mein Vater ist zum Beispiel die Generation vor mir, ist mit 8 Jahren hergekommen und der hatte nicht das Glück, dann in einer gemischten Klasse zu sein, sondern wurde sozusagen in eine türkische Grundschulklasse geschickt, weil ja damals die Annahme war, dass sie wieder zurückgehen, und hatte zum Beispiel dann kaum deutsche Freunde, konnte keinen Kontakt zu denen aufbauen. Und bei uns in den Generationen ist es ja so, dass wir schon mehr Glück haben und gemeinsam aufwachsen. Wir lernen die Normen und Werte der anderen kennen, sie lernen unsere kennen. Und ich denke, in Zukunft wird sich das noch mehr vermischen und ja, man kennt sich dann auch besser und kann vieles weitervermitteln. Also wenn ich in der Türkei gefragt werde, wie ist das Leben da drüben, dann sag ich, ich würde es kurz halten, ich würde sagen, es gibt genug Idioten, aber ich würde nirgendwo anders leben wollen. Wir gehen davon aus, wir haben die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Und Deutschland spielt, dann bin ich immer für Deutschland. So. Wenn die gegen die Türkei spielen, dann ist es schon wieder schwierig, so, weil irgendwo kocht das Blut ja auch für eine andere Seite. Aber ich würde hier niemals wegziehen. Also Berlin ist meine Heimat und ich liebe das auch und ich liebe den Geruch auf der Straße, ich mag die Obdachlosen, ich mag die schönen Gegenden. So, das ist mein Ein und Alles. Das Beste ist, wenn ich zum Beispiel an die Tür klopfe, mich vorstelle und so nach 5 Minuten wird man sich irgendwie warm und dann kommt die Frage, ja, woher kommen Sie denn? Und dann sage ich, ich komme aus Deutschland. Und dann dieses Nachhaken
Nee, aber wirklich, woher kommen Sie denn? So. Ja, ich komme aus. Und woher kommen Ihre Eltern? So, ist doch scheißegal, wo meine Eltern herkommen. So. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht steige ich irgendwann mit einem Megafon auf dem Fahrrad und fahre durch Marzahn-Hellersdorf und biete den Leuten irgendwie ein Gespräch an, ein freundliches. Aber aktuell habe ich da keinen Bock drauf.